Meine lieben Kanalraten, ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Guild. Ihr hattet sehr viel Freude in der letzten Folge, also behaupte ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, das ist ja eine Aufnahmesession. Ich sag jetzt einfach mal, ihr habt ganz viele Daumen nach oben und Abos da gelassen, überschwemmt habt ihr mich förmlich. Und ich bin wieder da, ich freue mich drauf, schön, dass ihr dabei seid und es geht weiter, Emily suchen. Die ist nämlich irgendwo, nicht im Wunderland verschwunden, aber naja, so ähnlich. Irgendwie ja schon, oder? Warte mal. Oh, kommen wir jetzt schon wieder raus? Nicht ohne ein paar Batterien liegen zu lassen, ne? Naja, gut. Alles klar. Vielleicht hole ich die irgendwie später mal. Wir sind voll aufgeladen. Wir werden einfach auch nicht nur mit Daumen und Abos zugeballert, sondern auch mit Ressourcen. Das Spiel ist relativ großzügig zu uns. Ich hoffe, ihr auch. Und dann kann dem, der Gutheit dieses Tages nichts mehr Weg stehen. Sind wir jetzt tatsächlich auf der anderen Seite? Es ist irgendwie, ich habe hier ein komisches Gefühl, dass ich mich irgendwie ein bisschen verlaufen habe. Ich leide ja sonst auch so ein wenig an Wegfindungsstörungen, insofern. Oh. Das Ding lädt sich im Licht der Taschenlampe auf. Oh, das weiß ich, weil... Cool. Hey, guck mal, da ist das Viech. Habt ihr es gesehen? Oh, shit! Was muss ich denn machen? Ah, ich muss da zurück, ne? Oh. Oh, ich verstehe. Ich muss nur schnell genug durch das Tor. Also hier hoch. Warte mal, lass mich den Weg mal bitte üben. Wait, what? Hi. Moment. Warte. Wie komme ich denn jetzt dahin? Also ich muss ja quasi. Kann ich hier durch oder verschlägt es mir da? Nee, hier ist doch überall Strom. Wo kann ich denn dahin? Auf die Mauer, auf die Lauer? Muss ich da unten durch die. Wait! Wie ist das gedacht? Wenn ich hier reingehe, dann komm. Ah, ich komm da wieder hin. Okay. Moment, ich muss das nur mal ganz kurz für mich irgendwie kombinieren. Oh, hier ist noch was. Ach, guck mal an. Noch so ein Quarzding. Lol. Sieht nützlich aus. Ah, ich weiß immer noch nicht, was ich damit mache, aber cool, dass ich so mega verballert bin gerade. Kann ich nämlich auch solche Sachen finden. Ich weiß gar nicht, ob es mir auf der Karte hätte, ob mir das angezeigt worden wäre. Da ist noch Batterie, da ist noch, das bezieht sich aber auf den Underground, glaube ich. Gut, also wir müssen irgendeinen Weg finden, da jetzt hinzugelangen. Ach, hier runter durch! Oh! Eieieiei. Ja, ist okay. Sorry, war doof. Passiert. Kommt wieder vor. Überall. Ja, ist doch kein Ding. Oh, shit! Oh, die sind fies. Ups! Sorry. Ich wollte eigentlich ganz entspannt und sehr kompetent auf die Taste Q drücken. Ah! Oh, shit, Alter. Rabenboys am Start. Au! Okay, cool. Komm, zieh dir was rein. Nice. Ich glaube, den Kampf habe ich gewonnen. Noch nicht ganz, die Chase-Musik ist da. Ich hätte mich denen gar nicht stellen sollen, ne? Die leckt mich am Arsch, Alter. Ich mach den Scheiß trotzdem. Guck mal. Hör auf. Das wird nützlich sein. LOL? Okay, so bedroht. Immer wieder auf. Ich wollte gerade sagen, so bedrohlich war es. Nicht. Shit. Sorry. Kann ich einen Stealth Kill machen? Ah.
kriegt der andere das nicht mit? Wollte ich gerade sagen, Alter. Guck mal, er hat eine ungefähre Ahnung, wo ich bin, ne? Ich glaube, ich kann das auch dosierter einsetzen. Ich bin mir nicht sicher. So, und jetzt habe ich ein bisschen Ressourcenprobleme. Das Game geht nicht davon aus, dass ich wirklich irgendwie alles an Gegnern platt mache. Oh, warte mal. Vielleicht ja doch. Toll. Super. Das ist so süß, ich schwöre. Ach, hier, guck mal. Ich habe einfach Ablenkungsgetränkedosen und so einen Scheiß. Gut. Junge, die kennen mich einfach nicht. Ich bin ein alter Veteran. Ich mache die so fertig. Gib mir eine Taschenlampe und ich reiz das bis zum Erbrechen aus. Und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könntet. So. Dann wollen wir uns mal da an den Häusern vorbeischleichen. Frech, wie wir sind. Das ist überhaupt kein Thema, Alter. Die sind für solche Leute wie mich bestens gerüstet, wie mir scheint. So. Okay, ich muss das gar nicht gedrückt halten, Leertaste. Hau ab! Au, was war das denn? Sagt ciao zu der Schulter. Sagt ciao zu der Stirn. Wie sieht's denn aus? Die Hälfte der Energie noch grob? Ich hab Jagdmusik. Aber sie haben sich getäuscht. So. Hier keine Batterien drin? Oh man, oh. Aber das Ding hier. Das nehme ich mit. Fuck yeah. Schon wieder so ein Ding. Das nehme ich mit. Oh. Oh, da draußen ist einer. Ach so. Ich gehe nicht, ohne hier alles abgegrast zu haben. Hier kann ich auch noch durch. Komme ich halt zur gleichen Straße, ne? Okay, der weiß Sachen. Machen wir es mal so. Und nehmen das noch mit. Das nehme ich mit. Oh, dann sind wir wieder voll. Sehr gut. Ja, ja, sie kommt, Alter. Schneller, als du dir denkst. Ah, shit. Okay, der andere gibt auf. Moment. Der ist hier, der ist... Oh, shit, so ein Rabending. Ich habe irgendwie Freude dran, die einfach alle umzubringen. Also ein bisschen Interaktion und Combat? Schon irgendwie geil, not gonna lie. Kann man den auch? LOL! Der kotzt mich sonst ein bisschen an, to be honest. Okay, da schleicht noch jemand. Oh, dass der mich nicht gesehen hat! Was? Das glaube ich nicht. Ah, es ist sehr, sehr forgiving hier. Oh. Oh, keine... Fucking Battery, shit! Ja, das Stealth-Kill verbraucht ganz viel Energie. Wenn du jetzt nur Kniegelenke hättest. Ach, Mist. Oh nein. Oh nein, was machen wir da bloß? Boah, es ist schade. Gib mal hier so eine Kortdusche. Guck mal, wie sie alle dahin strömen. Schade, ich wollte es jemand auf den Kopf schmeißen. Also, so viel Glück habe ich immer nicht. Wo geht's denn jetzt hier eigentlich lang? Sag mal, wahrscheinlich nicht hier lang, oder? Oh, shit. Ich will halt nur gucken. Wie gesagt, ich will nicht verpassen. Nicht, dass hier noch so ein komischer Rubin ist oder sowas. Ich glaube, Batterien habe ich alle aufgenommen. Ich kann ja hier nochmal schauen. Ich glaube, da... Ja, da drinnen, aber das nützt mir, glaube ich, nichts.
Da komme ich nicht mehr hin, da in die Kanalisation. Okay, gut. Ja, whatever. Dann gehen wir hier lang. Gehen wir in die andere Richtung. Es sei denn... Ne? Schade. Ich habe bestimmt längst nicht alles mitgenommen. Aber das war mir von Anfang an auch klar. Insofern, so gut. Pumpe easy. Ich meine, ich kann hier auch einfach durch. Der Rabe kann sich halt direkt an auf mich drauf beamen, aber who cares? Da ist sie. Emily, oh, da ist sie wirklich. Siehst du mich? Emily! Warte, lauf nicht weg. Ich komme. Aber die will auch nicht gefunden werden. Wer hätte es denn gedacht? Ach, komm schon. So ein Pech. Die Batterie fehlt. Ja, die hole ich dir gleich. Kein Thema. Etwas hat sie entfernt. Etwas... Schleimiges. Wenn ich der Spur folge. Oh, Arcade Games. Nee, das sind Animatronics. Ich hoffe nur, dass ich dieses Etwas nicht treffe. Aber die Batterie brauche ich wirklich. Ich will nicht wieder diesem flammenden Muskelberg begegnen. Servus, Sportfreunde. Markus Rühl. Ich... Immer noch auf der Suche nach Items. Hier leider nicht. Schade. Batterien ist halt einfach auch so ein Stichwort. Sieht aus wie nach einem Erdbeben. Aber wo kommen diese Rohre her? Aus der sogenannten Erde? Aber was weiß ich schon. Gut. Ich sollte ja folgen, ja? Wenn du meinst, das Ding sieht auch mächtig groß aus. Ich sag nur. Was haben wir da? Ist das von der Batterie? Ist das irgendein Teil? Oh, shit! Ach, Digga. Dieses seltsame Ding passt perfekt in die Taschenlampe. Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber ich behalte es. Schließlich kann ich mit seinen Lichtblitzen die Monster blenden. Verbesserten Blitzangriff. Wenn du umzingelt wirst, halte F gedrückt, um ein Blitzlicht einzusetzen, um Monster in deiner Nähe zu betäuben. Oho. Ich kann nur hier lang, Alter. Shit, der dumme Rabe, Alter, Digga. Hör auf! Hört auf, hier lang zu gehen! Das Spiel gibt einem manchmal so... Shit. So ein bisschen die Richtung vor. Kacke. Ja, das ist jetzt doof. Sie haben sie zufälligerweise die Batterie gesehen? Könnten Sie sich zufälligerweise auf einen Handel einlassen? Habe ich noch Pokémon-Karten zum Tauschen? Oh, Scheiße, was biete ich denen an? Oh, ehrwürdiger des Highscore Arcade Game Studios. Mein Name ist... Wie heiße ich eigentlich? Mia, Sarah, Lisa, suchen Sie sich was. Nennen Sie mich, wie Sie wollen. Ich lege ihnen zu Füßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Och, ich will da gar nicht rein, Alter. Diese ganze Kabelei. Was ist los mit denen? Was soll das, hä? Was habt ihr Schweinebacken denn schon wieder geplant? sorry. Oh, kann hier überall noch nicht hin. Ich muss erst den Strom... Da muss ich die Batterie abstellen und dann darf ich, ne? Dann darf ich den Spaß haben. Alles klärchen. Dann machen wir das mal. Zum Glück verbraucht das normale Leuchten keinen Strom. Jetzt wäre ich am A. Achso, da kann ich nicht rein. Benutze Sprint im Kampf. Abstand ist die beste Waffe. Die beste Waffe ist eine Waffe. Ich sag's nur. Kate. So ziemlich der einzig gute Ort in dieser Stadt. Naja, er war gut. Ich kann nicht mal mehr spielen, ohne dass die Fieslinge alles ruinieren. Ja, diese Fieslinge. Ich brauche unbedingt Batterien, Alter. Von der anderen Seite verschlossen. Ach komm, kletter doch hier rein, du.
Nüsschen, Alter. Oh, thank you, my brother. Hm, sagt sie. Diese Batterien laden die Taschenlampe wieder auf. Ach so? Hä, echt? Wusste ich gar nicht. Komisch. Die Batterien laden... Und das hier? Was macht das nochmal? Sieht nützlich aus. Ah, das stellt Gesundheit wieder her. Krass. Bestimmt ist die Batterie da oben. Ja, bestimmt ist sie da oben. Hier kann ich nicht lang, oder? Kann ich doch. Ich kann den leider nicht von hier aus anleuchten. Sag mal. Ja, ich weiß, ich bin nicht unbedingt geübt hier am Schweißbrenner. Entschuldige bitte. Ah, guck mal, er. Na? Fang mich doch. Eier doch. Oh shit, er fängt mich. Au! Hör auf! Was schleudern die da auf mich? Hallo, ich bin ein Kind. Mein Schutz unterliegt besonderen gesetzlichen Bestimmungen. Es fällt ihnen ein. Batterien, Batterien? Nö. Dann interessierst du mich nicht. Mich interessieren nur die Munition für mein heimliches Unterfangen hier. Kann ich das spielen? Na, schade. Ich dachte. Ich dachte, ich kann noch was Cooles haben, aber nö. Oh, hi. Voll auf den Nüschel. Grüß dein Kniekehlchen von mir. Bam. Okay, das war's mit euch, Herzelein. Die Musik, Alter, die musst du immer so übertreiben. Das ist natürlich eine äußerst ungünstige, dumme Angelegenheit. Fuck my ass. Ich meine nicht wirklich, ich meine... Lol? Okay. Good job. Noch irgendwer hier auf die Fresse jetzt? Wenn, dann sagt's gleich. Okay. Das nehme ich mit. Werde ich mich mal beruhigen. Versteckmöglichkeiten. Ja, na klar. Natürlich. Weil ich so Angst habe vor denen. Ich meine, gerade waren sie ein wenig überwältigend. Was? Ihr habt die Voice-Actorin dafür bezahlt? Hm. Okay. Ich hoffe, die Rechnung war sehr, sehr hoch. Das muss sich ja gelohnt haben. So, dann wollen wir mal. Ja, 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 mein Schöner. So, das, dich brauche ich gar nicht. Noch irgendwas anderes? Och, Mano. Ja, ich weiß dann zumindest, wo ich was finde. Oh. Ich höre Kreaturen. Das mit dem Blitz ist gut. Ich werde immer irgendwie overpowered, habe ich das Gefühl. Okay, mal schauen. Das habe ich von hier gesehen. Wait. Hä? Ach so, genau. Hier ist nur ein Weg drumrum. Danke. Hast du zuerst gesehen? Das habe ich fast nicht gesehen, tatsächlich. Okay, jetzt habe ich... Bisschen so zwei Drittel, würde ich sagen. Alright, dann gehen wir mal... Hier sieht es aus, als ob es die Treppe hinaufgeht. Und ich hoffe, da wartet die Batterie auf mich. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange das Spiel geht. Ich glaube, ich habe gesehen, so 4 Stunden, 5 vielleicht. Insgesamt, so 1,5 haben wir durch. Vielleicht ein bisschen mehr. Okay, da geht's noch rein. Ist noch ein bisschen Leben. Hier sind noch Batterien, sehr gut. Gut. Alright. Und ich glaube, dass... Oh. Das wird nützlich sein. Oh ja. Ich habe 3 davon. Wie viel habe ich denn insgesamt? Warte mal. In der Gegend 1 von 1. Insgesamt 4.
Was mache ich denn mit den Bildern? Ich kann die doch nicht ein... Also, ich kann die irgendwie scheinbar nicht einsammeln. I don't know. Weil da insgesamt gibt es da 6 von. Kann ich die mitnehmen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Figuren? Eine. Hä? Oh mein Gott, die ganzen Collectibles, Alter. Ich verpasse halt wirklich echt die Hälfte. Ja, mehr als die Hälfte. Naja, ist doch egal. Kriegst du halt nicht das Happy Ending. Vielleicht ist das Spiel auch kürzer. Ich weiß nicht. Ich habe nur so mal auf YouTube geguckt, wenn du Full Playthrough oder so eingibst. Oh, da ist das schleimige Ding. Du Batterienklauer, du. Ich muss vorsichtig sein. Ach, was du nicht sagst, Mensch. Ich kann nicht wissen, was das war. Sie ist sich ihrer Situation aber eindeutig gewahr. Ihr machst du gar nichts vor. Wenn eine Gefahr droht, dann weiß sie Bescheid. Darauf kannst du dich verlassen. Hops auf den Billardtisch, da kommt doch gleich einer rein. Oh, weiß ich jetzt nicht, Alter. Was haben wir hier Schönes? Oh, Minigame! Oh, hell yeah! Und okay. Okay. Ich glaube, ich hab's. Mhm. Ich muss einfach diese 2 Lichter verbinden. Ich war fertig, bevor sie es erklärt hat. Hier muss es eine Batterie geben. Oh mein Gott. Was haben die denn vor, diese Monster? Ich hoffe, dass es nicht einfach so auf sich... beruhen lassen wird, sondern ich halt irgendwie noch eine Antwort krieg am Ende. Das wäre geil. Seltsame Batterie. Sieht nicht nach einer Autobatterie aus. Eher wie eine Spielzeugbatterie, aber wesentlich größer. Ja, wie eine Autobatterie halt. Hat ein Kind die gebaut. Welches Kind baut Batterien? Oh no. Er weiß halt, wo er die hingebracht hat, ne? Er weiß, wo er gucken muss. Oh, der hat sich schick gemacht. Nut, nut. Nein, 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 bitte geh weg. Oh, ich schätze, gegen Ihmchen hier habe ich keine Chance, right? Wo muss ich denn hin zur Hölle? Oh, da ist irgendwie ein Ausgang dort hinten. Ach, hier runter? Das war knapp. Okay. Der kommt. Der kommt gleich nochmal. Jetzt muss ich bloß noch hier raus. Ich schaff das. Ja, ja, natürlich schaffe ich das. Der weiß doch, dass ich nicht mehr da oben bin. Oh Mann. Kann ich den auch betäuben oder? Nützt da meine Superkraft dir nicht. Ich darf nur nicht in den Lichtkegel. Au, ich muss da rein. Beide Zeiten. Nee, der geht nur hier links und rechts. Ey Junge, ich muss sagen, die Gegner sind nicht wirklich eine große Herausforderung tatsächlich. Also so, dass es noch Spaß macht. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass das so sehr wenig frustrierend ist. Ich bin auch nur einmal gestorben. Das war meine eigene dumme Schuld. Wenn ich jetzt da hinübersprinte, kann er mich hören? Achso, der ist schon weitergezogen. Das war aber knapp. Also wenn er da ist... Shit. Oh, warte, lauf doch! Das Licht tut weh. Interessant. Aber ich muss doch dahin. Wo muss ich denn hin?
Nee, ich muss schon darüber. Hä? Weil hier ist alles, also die Kabel, das sind nicht unbedingt Hindernisse. Aber hier komme ich halt nicht mehr rüber, ne? Ich muss da lang. Wie es aussieht. Wie komme ich denn da lang? Der geht ja da nicht weg. Der weiß so genau, wo ich bin. Kann ich das brute-forcen? Ja, kann ich. Lol. Okay. Ich weiß nicht, wie sonst. Um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte, hätte ich mich geduckt. Ich weiß noch, ey, ich habe keinen Bock mehr jetzt hier. Komm, Lego Mio. Ich hole mir jetzt hier noch das Spray. Dann gehe ich hier raus. Zuerst. Freches Biest einfach. Komm her. Hallo, kann ich? Wenn du Monster wegschubst, kann das ihren Angriff unterbrechen. Oh ja. Ich bin Virtuose am Trizeps. Ich schubse gern. Batterie wieder in den Wagen einbauen. Also, KFZ-Mechanikerin bin ich. Sieht aus, als würde nebenbei auch Köder benutzt. Für ja. mich. Niemand sonst ist in der ganzen Stadt. Nur Monster, die an jeder Ecke auf mich warten. Ich fühle mich langsam, als würde mir ein gewaltiger, kranker Streich gespielt werden. Ja. Und in irgendeinem dieser Häuser ist Kai Pflaume versteckt und kommentiert das Ganze für die Zuschauer. Die Schule ist genau hinter diesem Zaun. Ja, aber da kann ich nicht. Doof, ne? Diesen Strom hier hat's nicht abgestellt. Mann. Ich wollte hier einfach nur noch mal gucken, bevor ich. Oh. Bevor ich wahrscheinlich dort weiter muss. Toll! Das soll sich hier schon mal gelohnt haben. Aber ich gehe noch mal kurz vor. Wir können uns ja auch Zeit lassen. Wir sind ja nicht irgendwie in einem Rush hier. Warum auch? Ich glaube aber, das war's dann. Wir kommen hier nicht mehr hoch. Da drüben waren eh irgendwie drei von diesen Monstern nur. Insofern, hier waren wir, glaube ich, auch schon. Auch nur noch Kabel. Jo, gut. Gehen wir mal unseres Weges. Zurück. Dorthin, wo die Folge begann. Ins Abwasser. Immer der Nase nach, sozusagen. Boah, wenn die sprintet, ist sie motzfix, ey. Vielleicht gibt es da unten einen Schalter. Oh, das könnte ich mir vorstellen. Hallo? Nein. Geh doch runter. Boah, ich mag diese... Ich mag das nicht mit der... Dass die da so einrastet, die Kamera. Das ist ein bisschen zu doll. Okay, hier ist nichts weiter. Vielleicht muss man da. Ah, da geht's raus. Nein, lass mich doch weiter. Lass doch hier nochmal kurz gucken. Irgendwer hat da seine Lieblingssteine hin versteckt. Irgendein dreijähriger Jeremy. Ich möchte ihn nicht berauben. Also lasse ich schön alles an Ort und Stelle. Ich bin ein braves Mädchen. Wohl erzogen, gar. So, was machen wir da? Wir müssen alle grün sein, ne? Was ein hammerhartes Rätsel. Ja, Mensch. Also, ich muss sagen, es hat eine Weile gedauert. Sorry, dass ich das alles wegschneiden musste. Ungefähr eine halbe... Mensch, das meine ich halt. Ungefähr eine halbe Stunde. Na, jetzt geh doch runter. Oh, das ist nicht geil gelungen. Ja, dankeschön. Wenn ich... Hör auf! Oh mein Gott! Du musst übelst in der richtigen Perspektive sein, sonst geht sie sofort wieder hoch. Das nervt ein bisschen. Hm.
Weiß nicht, wie man das lösen kann. Vielleicht einen kleinen Cooldown einbauen oder so. Ist auf jeden Fall noch was. Hier ist auf jeden Fall noch ein kleiner Stein. Das wird nützlich sein. Ja, aber wofür? Und woher weißt du das? Wenn du über Informationen verfügst, bitte teil sie mit mir. Ich muss dich hier lebend rausschaffen. Meine Güte. Oh, toll. Oh, coolio. Oh, shit. Hier komme ich zumindest nicht wieder her, das weiß ich. Jetzt geh doch runter, oh mein Gott. Du dummes Ding. Geh jetzt runter. Dankeschön. Es rastet in diese Perspektive ein. Und die sagt ihr scheinbar, dass sie nach oben gehen soll oder so. What the fuck? Okay. Wir sind wieder voll, wenn wir einen Inhalator finden. Und das ist immer nicht wirklich ein Problem. Erstmal hier rauf. Seite. Genau. Jetzt kommen wir nämlich easy peasy durch. Wo ist denn... Oh, scheiße. Wo ist denn eigentlich dieser... Dieser Truck jetzt? Wo war denn das nochmal? In welche Richtung? Dort hinten, ne? Ja. Ich sehe schon die Leiter. Okay, ich stealthe mich mal hier durch. Lass jetzt mal meine Energie... Weil wenn wir gleich wieder in die Schule gehen, werden wir das alles noch brauchen. Ich glaube, es ist sinnlos, die hier umzubringen. Okay, sehr, sehr geil. Let's go. Oder haben wir hier irgendwo easy access noch zu irgendeiner Ressource? Nee, sehe ich gerade nicht. Ah, da geht's zu den... zu dem Arcade-Ding. Okay, alright. Ich frage mich, ob das was zu bedeuten hat, weil sie sagte ja, das hat ein Kind gebaut. Ob Emily das... Oh, nicht du, Alter. Ich will dich nicht. Nein. Gilgamesh, Alter. Zerstörer der Realität. Bleibe versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Ach, ich dachte, ich muss mich verstecken, um entdeckt zu werden. Danke, Spiel. Was ist dieses Ding? Warum sieht es aus wie ich? Das war ein Stretch, Alter. Ist das alles nur ein kranker... Komm. Hm. Plane mich zu... wählen? Nein. Ah, ah. Wo denkst du denn hin? Emily, bist du da? Oder bist du nicht da? Ich bin nicht da. Oh no. Oh no. Ich brauche mal Licht. Was mache ich mit diesen Bildern? Ach, die gehen kaputt. Sieht nützlich aus. Ach, das hätte ich mal wissen müssen. Ich dachte, ich verschwende da meine Energie sinnlos dran. Oh Mann. Wo bin ich hier? Das ist nicht meine Schule. Es ist deine Seele. Lol? Scheint, als ob der Stein auf Licht reagiert. Oh. Und was macht das da? Warte mal. Wo muss ich... Wo muss das hinleuchten, das Ding? Ist auch eine Zeichnung von diesen Monstern. Ich kann das nicht weiter wegschieben. Moment.
Hier ist so ein Viech? Wo denn? Hä, wo? Oh, wait, Scheint, als ob der Stein auf Licht reagiert. Yeah! Ah. Ist es kaputt? Ich dachte, ich muss den richtigen Winkel finden. Hä, ja, aber was nützt es denn? Gut. Excuse me? Ich habe damit jetzt nichts geschafft, ne? Ich habe damit nur eine Sache gekillt hier. Ah, noch mehr ist vonnöten. Alright. Sind alle hier miteinander connected? Interessante Welt, ey. Jetzt wird's doch echt ein bisschen Little Nightmares-esque hier. Emily? Emily? Oh nee! Not my dear Emily! Oh shit, diese Puppen rennen hinter ihr her. Oh, das ist eine. Was für ein Bild vermittelt das? Ich quasi oder ein Sinnbild von mir verfolgt sie. Sie hat offensichtlich Angst von mir und möchte nicht gefunden werden. Hab ich ihr irgendwie etwas angetan? Ich reagiere auch nicht wirklich auf diese Mobbing-Sachen. Vielleicht war ich es, die ihr irgendwie Angst und, ja, Angst gebracht hat, Verachtung entgegengebracht. Ich mag es nicht, wenn Bücher mich anpulsieren. Noch ein seltsames Buch. Mensch, mein Opa hat was? Ist der tollste Mensch der Welt. Er hat eine große komische Nase und er erzählt mir jede Menge Geschichten aus seinem Leben. Wenn ich erwachsen bin, dann will ich genauso sein wie er und um die Welt reisen. Ich freue mich jedes Mal tierisch, wenn wir Opa besuchen, weil er sich immer freut, mich zu sehen. Früher waren wir andauernd bei ihm, aber heute ist er bei uns eingezogen und Papa sagt, dass er jetzt bei uns wohnt. Ich bin ja so aufgeregt. Wir konnten heute nicht zusammen spielen, weil er noch erschöpft vom Umzug war. Ich habe ihn gebeten, mir eine seiner Geschichten zu erzählen, aber er war so müde, dass er sie nicht zu Ende erzählen konnte. Weil ich ihm nicht helfen wollte, habe ich ihm die Haare gekämmt, bis er eingeschlafen ist. Oh. Ich glaube, das mochte er. Ich freue mich irrsinnig, dass Opa jetzt hier wohnt. Süß. Aber das sind doch wir beide, hä? Meine alte Taschenlampe, Emily, ich. Eine Zeichnung. Sieht aus wie eine Erinnerung von Emily. Oh. Okay. Cool. Yeah. Alright. Keine Karte? Hä? Wieso nicht? Okay. Schade eigentlich. Was haben wir hier noch? War sie etwa die ganze Zeit hier? Ja, was ist denn das? Oh, Emily. Was ist passiert? Ach, wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich einfach diese Szenerie hier gerade. Ich dachte, ich habe jetzt irgendwas aufgehoben hier, irgendeinen Snack. Ja, die ist gut, also hat gut gelebt, ne, die Kleine. Immerhin. Ja, okay. Aber, hier geht's nicht raus. Also, was nützen? Tut mir das jetzt nicht, hier zu sein, hä? Ist ja schade. Ich dachte, ich käme hier irgendwie weiter. Ey, Digga, ich raste aus mit dieser Leiter. Es ist wirklich furchtbar. Ist es wirklich so hoch? Oh mein Gott. Huch. Ja, aber dann... Ich habe das immer noch nicht alles umgebracht hier. Warum wartest du auf mich? Why? Oh shit. Smells like a loser. Smells like loser?
Scheiße, ich kann mich nicht mehr aufladen. Autsch, 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 autsch. Auf den Fuß! Meine Fresse. Eigentlich sollte das anders enden. Aber habt ihr auch gesehen, ne? Ich glaube, wenn die weiß sind, dann kann ich mich... Das wird nützlich sein. Die müssen ganz ahnungslos sein. Dann funktioniert das mit den Stealth-Kills natürlich besser. Ich meine, ist halt klar, aber... Ich dachte, es klappt. Nicht ganz so gut. Aber es ist schlimm, wir haben das ganz gut hingekriegt. Genau wegen solcher Situationen wollte ich ein bisschen... dass wir unsere Inhalatoren und so weiter... behalten. Gehen wir zum Labor. Da hinten geht's zum Klassenzimmer. Okay, Moment mal. Lass mal erstmal hier lang gehen. Wait, wo war das? Hier. Just saying. Ah, shit. Ah, da kann ich noch nicht lang. Dang. Okay, irgendwas von der anderen Seite dann noch. Schade, schade, schade. Kommen wir eigentlich da nicht rum? Hier war ich noch gar nicht. Hier war ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es hier rumgeht. Hallo, eine Cola Light bitte. Ist auch offensichtlich nicht hier. Das nehme ich mit. Oh shit. Was? Was ist denn? Was ist denn? Was war's? Von der anderen Seite verschlossen. Oh so! Frech! Oh, wieso? Noch eins. Damit. Im ersten Stock ist es unheimlich. Und dort ist das Labor. Und jedes Mal, wenn wir dort Unterricht haben, müssen wir hoch in den ersten Stock. Die Kinder... Ich dachte, hier geht draußen in den Garten hin. Die Kinder dort sind älter und gemein. Die Kinder aus meiner Klasse machen sich über mich lustig, aber die dort oben, die sind noch schlimmer. Ich habe Angst vor ihnen. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur zum Spaß so fies sind. Ich glaube, das sind richtige Monster. Ich versuche zwar, ihnen aus dem Weg zu gehen, aber ich glaube, manche verfolgen mich folgen mich nach der Schule. Vielleicht kann Sally mir ja helfen, wenn ich ihr das erzähle. Also, Seltsames Buch. Diese Monster hier sind alle Metaphern. Hast du jetzt wieder aufgeschlossen? Was? Hallo? Metaphern zu meiner Mobbing-Erfahrung. Okay, wie funktionierst du? Das nützt mir nichts. Ich hab Angst vor dir, es ist irgendwie ganz strange. Ganz, ganz komisch, ey. Okay, was haben wir hier? Da war ich schon überall, müsste ich zumindest gewesen sein. Das heißt, ich versuche es nochmal. Hier hoch. Mal gucken, ob da jetzt frei ist. Offensichtlich. Herzlichen Empfang habe ich auch nicht erwartet, aber dankeschön. Okay, nächstes Klassenzimmer. Emily, bist du da? Noch ein seltsames Buch. Ach, Junge. Der kann nur... Nee, das war's doch gar nicht. So sieht es aus. Ich bin ein gut organisierter, rationaler Mensch. Zumindest war ich das mal. Ich war ein bekannter Psychiater, der auf die Behandlung von Traumata bei Bergarbeitern spezialisiert war. Ich genoss Ansehen, Wohlstand, Erfolg. Meine besten Jahre lagen bereits hinter mir. Eines Tages bot mir ein Vertreter der großen Bergbaugesellschaft Tom ein enormes Gehalt an.
Ich sollte exklusiv für sie in ihrer Kohlemine nach Bethelwood arbeiten, einer Kleinstadt irgendwo in Maine. Ich war zwar nicht auf das Geld angewiesen, aber ich nahm das Angebot an. Ich konnte etwas Ruhe und Frieden gebrauchen. Ich dachte, das wäre vielleicht ein guter Ort für den Ruhestand. Also als ob das halt irgendwie 100 Kilometer um nichts ist, ne? Hey, außerhalb der Stadt. Naja, gut. Ach so, er meint die Stadt an sich, nicht die Mine. Bei meiner Ankunft fand ich heraus, dass die psychologische Abteilung des Unternehmens aus 12 Personen bestand. Das konnte ich kaum glauben. Doch etwas später, nachdem ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie es dort um den Verstand der Bergleute bestellt war, verstand ich das. Inzwischen denke ich, dass 12 noch zu wenig sind. Die Bergleute sind gebrochen. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Sie sind einfach verloren, irgendwie. Die verloren den Verstand. Aber warum? Die Stadt war wunderschön. Kein schlechter Ort zum Leben. Nicht im geringsten. In der Mine herrschte keine besonders schlimme Bedingung, das Gehalt war in Ordnung. Aber ab und zu kamen ganz normale Leute, die ein ganz normales Leben führten. Einfach mit Anzeichen einer schweren Depression zur Arbeit. Einfach über Nacht, ohne vorher irgendwelche Symptome gehabt zu haben. Ich tat mein Bestes, um den Leuten zu helfen. Das taten alle aus unserer Abteilung. Und wir scheiterten. Ich scheiterte. Dann verschwanden plötzlich Bergleute. Ich wusste nicht, was los war. Ich war noch nie so ratlos. Ich dachte daran zu kündigen, aber ich konnte es einfach nicht. Nach dem Vorfall ging der Großteil des Psychiaterteams. Ich blieb da. Ich glaube nicht, dass ich weggehen könnte. Vielleicht ist der Brand ja ausgebrochen. Der Brand ja ausgebrochen, weil... ich bei einem Arbeiter das Krankheitsbild nicht rechtzeitig festgestellt habe. Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch das Ticket für die Seilbahn, mit der ich immer zur Arbeit... Achso, Depression meinte er und jemand ist da durchgedreht. Ich habe immer noch das Ticket für die Seilbahn, mit der ich immer zur Arbeit gefahren bin. Es erinnert mich an diese Zeit. Die Mine. Mein Versagen. Irgendwann werde ich es bei diesen Leuten wieder gut machen. Dann werde ich endlich Frieden finden. Denn ich brauche dieses Ticket nicht mehr. Dann brauche ich dieses Ticket nicht mehr. Okay. Okay. Interessant, also. Hier ist ein anderer Punkt, wo wir ein weiteres Stück des Tickets kriegen. Eins haben wir ja aus dem anderen Teil der Schule schon. Oh, ich dachte jetzt, es wäre eine neue Lampe. Irgendwie noch ein Upgrade oder so. Schade. Don't fight. Kämpf nicht dagegen an. Na gut. Du bist frei. Die Steine machen das, stimmt. Aber warum weiß sie, dass ihr das was nützt? You know? Also das ist quasi ein Stück nur Seele, eine Erinnerung. Und das bindet sich so an dieses Ticket. Ich glaube, hier sah jetzt irgendwie aus, könnte man das öffnen. Ich glaube, es ist nur komisch belichtet. Okay, gut. Lass mal schauen, wo wir hingehen. Am besten ja hierhin hoch und dann... kommen wir in den restlichen Bereich. Also es müsste dort geradeaus lang gehen, aber wir kommen hier eigentlich auch noch hoch. Von der anderen Seite verschlossen. Das dachte ich mir. Ergibt keinen Sinn. Was? Heute Morgen war die Stadt noch in Ordnung. Lahm und doof wie immer. In Ordnung ist auch so eine Interpretationssache, ne? Dann taucht plötzlich Emily wieder auf. Ich fall ja gleich runter. Es herrscht Chaos. Ne? Also eigentlich ja nicht, oder? Also eigentlich... bin ich doch erst irgendwie, habe ich mich doch da mit dem Fahrrad verirrt. Emily! Oh, hat es mich gehört? Das ist ja auch doof, Alter, was soll denn das auch? Okay, wo bin ich denn? Hier in der großen Halle, okay. Ich könnte da lang, ich könnte aber auch hier hoch. Ich würde ihm gerne irgendwie einen Stealth-Kill reinjagen. Toll! Toll! Da kann ich nicht runter? Scheinbar? Nee. Und hier kann ich auch nicht durch, weil tut weh. Es hat irgendwas gerochen. Ist mir egal, es ist einer von den Dudes.
Ich hab schon viele von denen platt gemacht, richtig? Es sei denn, es ist halt irgendwie El Chef oder so. Okay, hier kann ich nicht durch. Damit kann ich die ab... Oh, hi. Es geht. Jetzt kann ich doch bestimmt Stealth killen. Wenn der hierher kommt, nichts findet, sich umdreht oder lacht, kriegt er den Buckel blau gemacht. Dreh dich um. Bam! Easy. Ja, da drüben kann nur die Schreie seiner Freunde hören und dann ich, wie ich nochmal zurückkomme, um eine Batterie aufzuheben und er weiß in dem Moment einfach, was geschehen ist. Sehr schön. Okay. Ja, hier konnte ich nicht rüber. Gut. Hier ist sonst nichts. Ich muss nur mal zusehen, dass ich genug rote Steinchen habe für die Sandmänner da. Wie auch immer. Hier sind noch Batterien. Hab ich mir vorgemerkt. Ist bestimmt auch gleich wieder ein Gegner, wie sich das anhört. Oh. Oder eine Cutscene. Ah, es ist Emily's Teddy. Oh. Emily? Und Emily. Etwas verschlissen, aber auf jeden Fall ihrer. Was hat es damit denn zu tun? Zu Raum 202 gehen. Ja, warte. Nein! Shit! Oh. Okay, ich gehe zu deinem dummen Raum. Der Raum ist auch verschlossen. Was? Ich muss den Schlüssel finden. Aber wo denn? Ach, hier kann ich noch rein. Raus. Was passiert hier? Ich folge Emily immer weiter. Sie ist mir stets einen Schritt voraus. Was du nicht sagst. Sie läuft doch nicht vor mir davon. Genau das tut sie halt. Ich muss hier irgendwie das Feuer löschen. Boah, wie soll ich das machen? Ah, kann ich dort... Moment mal. Warte. LOL! Ich sollte mit Basketball anfangen. Alright. Das war ja cool. Oh Gott. Mensch, jetzt geh doch weg! Oh, wenn man einmal in diese dumme Kacke geraten ist, lässt einen das nicht mehr los. Hör auf! Ich sehe nichts! Junge. Okay. Uff. Au! Damn it! Ich muss hier lang. Und dann mich ducken. Huh! Auf ein Abenteuer. Hier könnte ich mich bloß verstecken. Ja. Vor wem denn, Alter? Oh, Dude! Ich wollte es gerade sagen. Es hat genau so ein Fenster, wo der auftauchen könnte. Ist das hier? Es sieht immer so aus. Ich weiß, das ist von dieser Tom-Fabrik irgendwie das Logo. Aber es sieht halt aus wie eine Luftpumpe, Alter. Okay, wohin mit dem Fernseher? Irgendwo, wo wir hochkommen? Ob wir hier klettern können? Also rein theoretisch ja schon, ne? What the fuck? Oh mein Gott, das war ja markerschütternd. Oh, Alter, ey. Wir müssen ihn hier rausziehen.
Ey, der Schrei hat mich echt fertig gemacht. Den habe ich in meinen Knochen gespürt. Was zum Arsch? Na, na. Ja, warte mal, wir müssen am besten schieben. Aber das nützt nichts, ne? Das Ding ist in ziemlich schlechtem Zustand. Ach so, darüber. Ah. Vielleicht kann ich... Ich werde wohl nicht noch mehr Probleme bekommen. Hä? Was laberst du? Das Ding ist, wie komme ich da rauf? Okay, was mache ich jetzt damit? Das Ding ist in ziemlich schlechtem Zustand. Vielleicht kann ich was dagegen werfen. Ah. Hier also auch. Ist krass, dass die das erst machen, nachdem sie diese Mechanik schon introduced haben. Dann hole ich mal... Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie... Wait, gab es hier noch was? Kann ich das aufmachen? Boah, ich habe zu viel Resident Evil gespielt. Oh nein, da muss ich aber erst... muss ich ja erst nochmal durch? Nein, 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 nein. Ach, hier ist ein Automat. Oh, den habe ich nicht gesehen. Zum Glück. Zum Glück, Alter. Trinken die in ihrem Labor halt auch öfters mal eine Sprite. Super. Genau. Ja. Schön. Hup. Wo geht's dann da aber dahin? Da lag noch irgendwie ein... Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da irgendwie hinkommen konnten. I don't know. Oh mein Gott, hi! Huch! Entschuldigt bitte. Hier kann man den ganzen Schabernack mal abdrehen, ja. Ist auch mal todesnötig, Alter. Dankeschön. Das Problem ist, da kommen jetzt auch alle durch, ne? Okay. Wahnsinn! Ich weiß gar nicht, wie man in diesem Spiel speichert, Alter. Okay, beruhig dich. Ich bin's nur. Ja. Hey, Vögelchen. Oh. Bedeutet das was? Ja, das ist ein Collectible, ne? Ja, das ist ein Vogel. Shit. Man weiß ja auch nicht, wonach man sucht, ha? Dreht er sich um? Ich würde ihn halt gerne umbringen, wenn ich ehrlich bin. Ah, ich hätte auch den Knopf anmachen können. Ah, der stand da so. Debated. Da hat mich das Spiel natürlich erwischt. Ein bisschen was gerochen hat er. Hat er schon, ne? Okay, Moment. Dreht er sich nochmal um, oder? Du bist halt einfach auch echt nicht so bedrohlich, wie du denkst, mein Freund. Da komme ich hin. Was ist denn jetzt hier eigentlich die Maßnahme, sag mal? Ich kann doch irgendwo... Da kann ich hin, ne? Ja. War es noch irgendwo, wo ich hin konnte? Bestimmt irgendwie um... Ah, Moment mal. Ist bestimmt noch ein Raum. Hier unten das. Komme ich in das andere Klassenzimmer? Meinst du? Warte mal.
will da nochmal kurz hingucken. Ach so, da komme ich ja. Stimmt. Es war hier, ne? Ja, da brauche ich irgendwie was. Oder das ist von der anderen Seite verschlossen. Der Raum ist auch verschlossen. Ich muss den. Ich muss den Schlüssel finden. So, gib mal das. Hat sich der Weg zurück wenigstens noch ein wenig gelohnt. Und ansonsten haben wir oben noch Batterien. Aber das ist gerade egal. Lass mal wieder zurückgehen, lieber. Leute, stellen Inhalatoren eigentlich Gesundheit wieder her? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mir das vielleicht mal sagen? Darüber. Kann das Popöchen da durch den Eingang schwingen und dann... Draußen ist ein College. M! Was ist denn mit dir? Was macht die für Sounds? Das hat die vorhin schon gemacht. Zuerst gesehen. Weißt du, ich bekämpfe den auch. Ist kein Thema. Lol. Alright. Ja, hier wird die Toilette. Kann ich den hierher beten? Hey! Hey! Komm mal her! Komm mal her! Shit, nicht gut. Oh, nicht gut. Ja, smarter. Au. Ich dachte, er läuft darüber. Für einen kurzen Moment sah es so aus. Gib's zu. Ey, Musik, beruhig dich. Ist doch alles cool. Ja, was jetzt, ne? Ich würde mir ja wünschen, ich könnte das Kabel irgendwie... Wie mache ich das jetzt hier? Kann ich hier rein? Ich kann halt nur wieder was dahinter werfen, ne? Da ist auch noch ein Tagebuch. Geschafft! Yeah! Sorry. Noch ein seltsames... Mensch, wie viele seltsame Bücher hier sind. Ich habe heute alleine zu Mittag gegessen. Ich esse jeden Tag alleine. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Keiner will mit mir reden. Ich möchte sie unbedingt treffen und ihr erzählen, was los ist, aber ich finde sie nie. Ich will sie zwar nicht nerven, aber ich bin traurig. Ich weiß nach der Schule nichts mit mir anzufangen. Sobald ich die Glocke läutet, schmeiße ich alles aus meiner Tasche und renne zum Ausgang. In meine Tasche, sorry. Dort sehe ich sie mit ihren Freunden und würde ihr gerne nachgehen. Aber sie ist... schon zu weit weg, auf dem Weg zur Arcade. Heute habe ich mir wirklich alle Mühe gegeben, sie am Ausgang zu treffen, aber sie war schneller. Geht sie absichtlich früher? Will sie mich loswerden? Redet wahrscheinlich über mich, ne? Könnte ich mir vorstellen. Sie sagt dazu halt leider nichts. Ich glaube, sie steckt das halt auch nur ein und überlässt das Reden mir. Sieht nützlich aus. Was nachvollziehbar wäre. Ich gehe da mal noch nicht rein. Ich gehe erstmal hier lang gucken. Loser. Oh, hier, Alter. Ja, sehr, sehr, sehr viel Metaphorik in diesem Spiel. Da ist wieder so ein Stein. Oh, da ist der Schlüssel. Der führt uns dann wahrscheinlich zu Emily. Lass mal... Hier sind doch gar keine Gegner. Moment. Dann lass vielleicht doch erstmal da lang gehen. Mal gucken. Weil da... In den Raum müssen wir ja. So, und was haben wir hier versteckt? Wait. Ach so! Ach, oh mein Gott! Okay, ich weiß, wo wir sind. Ja. Genau. Okay, alles klar. Alles gut. Die kamen wir vorhin nicht hin. Dann holen wir jetzt den Schlüssel. Deshalb müssten wir da hochgehen, diese Leiter, ihr wisst schon. So, mal gucken, wie sich das hier schön spiegelt. Ich muss irgendwie an diesen Käfig da mit dem Key rankommen.
Wait. Also das powert. Shit. Das wird nützlich sein. Ich weiß nicht, was das. Aber kann ich dann da rankommen oder wie funktioniert das? Ah, guckt mal. Okay, das geht auf die Schaltfläche, glaube ich. Vielleicht ein Stück noch. Nach hier. So, jetzt. Nee, es lädt es nicht auf, leider. Irgendwie so. Okay, jetzt aber, oder? Jetzt geht's. Ja, es lädt das auf. Und es müsste auch das hier aufladen. Das heißt, wenn ich das hier betätige, das hochgeht. Ah, awesome. Okay. Wie komme ich jetzt daran? Ach, von hier. Dieser Schlüssel öffnet Raum 202. Ja, genau. Dieser Raum lockt sämtliche Gegner in dieser Stratosphäre direkt in meine Richtung. Auch große Klasse. Ich brauche neue Batterien. Gut. Kann ich nicht so einen Leuchtestein dahin werfen und dann... Ich nicht, ne? Eben. Wo ist denn dein Kumpel hin, Alter? Der geschworen hat, dich zu beschützen. Was immer auch passiert, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist gerade sehr schlechte Zeiten für eure Gattung. Ach, da vorne ist er. Ach, lol. Ich wünschte, ich könnte den Knopf aktivieren. Aber nee, dann gibt's direkt einen in die Kniescheibe. Das passt für mich. Ich hoffe, es ist jetzt nicht wieder alles voll mit Gegnern. Oh, höre ich welche? Da ist eine Batterie. Sollte ich die mir holen? Eigentlich wäre das mal eine Maßnahme, oder? Also, sofern da nicht noch mehr Gegner sind. Ich hoffe, ich komme ich da überhaupt so hin? Bin gar nicht so sicher. Müsste ich eigentlich, oder? Ich kam auch hier durch die Tür. Oh yeah. Gut. Hat sich gelohnt. Komme ich jetzt hier lang schneller ran? Nee. Nicht unbedingt. Ich geh den safen Weg. Das passt. Ich weiß, hier ist niemand, der mich aufhalten möchte. Okay. Mein Leben ist voll. Ich habe 5 von 5 Inhalatoren. Das Leben kann so schön sein. Wait, darunter. Oh, hier sind noch Batterien. Oh, brauche ich die? Yeah. Sehr gut. Ach, come on. Ich dachte, ich mache mal was Smartes. Nee, kannst du vergessen. Ich darf nicht. Ich darf nicht schlau sein in diesem Spiel. So, Emily. Here I come. Damn. Cool. Eins der Ventile fehlt. Oh nein. Sacre bleu. Dann werde ich es wohl mal suchen. Wozu eigentlich? Ah, um dann nachher durch diese andere Tür zu kommen. Ne? Macht das Feuer aus? Ach, da ist das Ventil. Ja. Das tut's. Da komme ich dann nämlich hinten durch die Tür, wo ich gerade eben war. Ein Ventil. Das ist nützlich. Ist es das? Mal gucken, ob ich recht habe. Squeak! Na komm! Oh yeah! Gut. Macht es da draußen hier auch das Feuer aus? Aber da bin ich mir gar nicht so sicher. To be honest. Warte mal.
guck mal just for fun. Wo war das noch gleich? War das hier? Nee, macht's nicht. Oh, schade. Da brauche ich einen Feuerlöscher. Ey, das ist eine Idee, oder? Den werde ich mal noch suchen. Also die Ritzel, die sind alle eigentlich einfach. Das eben war so ein bisschen tricky, aber... passt schon. So, ich bin voll. Mit Energie. Mit Inhalatoren. Emily? Und mit Motivation. Meine kleine Freundin aus diesem Schlamassel zu holen. Oh nein, sie ist über den Schulhof. Ah! Oh nein, er! Ah, Bockmist! Oh, den kann ich doch auch in die Glubschen leuchten, oder nicht? Nee, das wird jetzt wieder eine Stealth-Action. Alter, Giga-Golem. Oh, shit. Die Kreatur konfrontieren? Warum hast du in der Mathearbeit eine 6 gehabt? Konfrontieren ist doch ein Übersetzungsfehler, oder? Das ist ein fucking Übersetzungsfehler, Alter. Ich muss ihn zum Wasser locken. Ah. Komm her, mein Freund. Lol. Ja, aber der ist halt nicht so blöd, ne? Ah, so mache ich das. Alright. Ey, Großkotz! Was zum Scheiß war das? Ey, netter Versuch, ne? Er muss sein... Au, Auge entblößen. Ich kann das auch, den Kack. Die Kreatur wurde konfrontiert. Und du? Das nehme ich mit. Okay, der muss hier diesen Tisch zerschlagen. Weil da ist ein neues Wasserrohr drunter. Sechse, ich würde alles für dich tun. Oh shit. Renne! Ui, ui, ui. Na? Qualmt's aus der Visage? Oha. Nein, ich will nicht sauber sein. Oh mein Gott. Es ist noch zu früh zum Feiern. Let's Beyblade, Alter. Sie braucht mich. Sie muss im Auditorium sein. Auditorium. Okay. Ja, geiler, spannender, interessanter Bossfight, meine Herren. Warte mal. Ich glaube... also ich komme da eh nicht mehr zurück. Wo kam ich denn überhaupt her jetzt hier? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, hier liegt noch was. Das leg ich mir mal noch rein. Ich hoffe, das hat jetzt gespeichert, weil ich mache jetzt hier auf jeden Fall an der Stelle mal einen kleinen Cut. Ey, ich hoffe, ihr habt es gefeiert und seid in der nächsten Episode wieder dabei. Zeigt es mir bitte wieder mit eurem Daumen nach oben. Dankeschön für das Feedback. Würde mich riesig freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.